Maya, die Illusion des Selbst. Wir befinden uns in einer Zeit in der Geschichte, in der wir nicht nur Samadhi vergessen haben, sondern auch vergessen haben, was wir vergaßen. Dieb. Wie Vieh leben und sterben die meisten Menschen in passiver Unterwerfung. Ihr Leben in der Matrix eingespeist. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Fühlt euch gedrückt vom Love Vlog. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Jeden Einzelnen, der zuschaut. Danke für die schönen, lieben Kommentare immer. Wirklich, ich gucke mir ab und zu mal die Kommentare an und denke mir dann so, geile Community. Immer wieder sehr schöne Messages. Auch teilweise erzählt ihr mir eure Situationen, Lebensgeschichten, Erlebnisse in der Vergangenheit. Menschen von jung bis alt sind mit dabei und das ist einfach eine sehr, sehr schöne, positive Geschichte so. Und dafür bin ich extrem dankbar. Einmal Liebe an die ganze Community raus, auf jeden Fall von meiner Seite. Ist auch der Grund, warum ich euch immer Liebe wünsche und euch umarme und eure Zirbeldrüsen und Thymusdrüsen küsse, weil ich einfach dankbar dafür bin. Und deswegen, ja Mann, Alter, würde ich mich natürlich auch wieder freuen auf weitere Kommentare. Wir ziehen uns jetzt ein Video rein, welches heißt Samadhi-Film 2017, Teil 1, Maya, die Illusion des Selbst, Deutsch. Ich denke mal, einige von euch kennen diese Dokumentation. Ich habe mir da vorhin ein bisschen was reingezogen und dachte mir, das ist eine sehr krasse Geschichte, die auch wirklich, glaube ich, sehr positiv ist und sehr viel bewegen kann. Und deswegen habe ich mich entschlossen, darauf zu reagieren. Das ist jetzt eine Stunde. Teil 1 geht eine Stunde. Wir werden den Teil 1 in zwei Teile aufteilen. Und dann, je nachdem, wie ihr es fühlt, dann auch die nächsten Teile uns reinziehen. Und je nachdem, wie viel Daumen nach oben, wie viel Kommentare, wie viel Feedback unten da ist, werde ich dann auch auf die nächsten Teile reagieren. Ich liebe euch. Ich würde sagen, wir gehen in den Peter rein. Let's go. Samadhi ist ein uraltes Sanskritwort, für welches es kein modernes Äquivalent gibt. Es ist eine fundamentale Herausforderung, einen Film über Samadhi zu machen. Samadhi deutet auf etwas hin, das nicht auf dem Level des Verstandes übermittelt werden kann. Deutet auf etwas hin, was nicht auf dem Level des Verstandes übermittelt werden kann. Das alleine ist schon wieder so eine Sache, so wo ich sage, krass. Und das war ja auch das, was ich vorhin angesprochen habe. Ich glaube halt, das Göttliche, das Übermenschliche, das Feinstoffliche quasi, kannst du nur versuchen zu erklären und zu verstehen. Aber am Ende ist es die einzige Möglichkeit, ist es das zu fühlen, glaube ich. Ich glaube, es gibt, du kannst es nicht erklären und verstehen. Das versuchen ja Wissenschaftler und Leute schon ihr ganzes Leben lang so. Weißt du, man kann es versuchen, es zu erklären, aber du wirst es am Ende niemals verständlich machen können für Menschen so. Weißt du, weil wir sind limitiert als Menschen, aber unsere Seele nicht zum Beispiel. Die ist nicht limitiert, meiner Meinung nach, und die kann das fühlen, die kann das verstehen, ohne dass du es als Mensch verstanden hast. So, und ich rede jetzt von mir quasi, das menschliche Ich und meine Seele, ich trenne das voneinander, weil ich überzeugt davon bin, dass etwas in uns wohnt, was nicht gekoppelt ist an unseren menschlichen Körper und an Materie an sich so. Yes, Sir, Digga, wir sind drin, weiter geht's. Dieser Film ist, ganz einfach gesagt, die äußere Manifestation meiner inneren Reise. Die Intention ist nicht, dir etwas über Samadhi zu lehren oder Informationen für deinen Verstand zu geben, sondern dich zu inspirieren, deine wahre Natur zu entdecken. Samadhi ist jetzt relevanter als je zuvor. Wir befinden uns in einer Zeit in der Geschichte, in der wir nicht nur Samadhi vergessen haben, sondern auch vergessen haben, was wir vergaßen. Sondern auch vergessen haben, was wir vergaßen, Bro. It's crazy. Deep. Dieses Vergessen ist Maya, die Illusion des Selbst. Maya, Digga, krass, dass es Maya heißt. K.
könnte der Grund sein, warum die Mayas heißen. Alle Menschen, die meisten von uns, leben versunken in unserem Alltag mit wenigen Gedanken darüber, wer wir sind, warum wir hier sind oder wohin wir gehen. Die meisten von uns haben ihr wahres Selbst, die Seele oder das, was Buddha Anatta nannte, noch nicht realisiert. Das, was jenseits der Namen, Formen und dem Denken liegt. Gänsehaut. Als Resultat glauben wir, diese limitierten Körper zu sein. Wir erleben, das ist das, was ich vorhin sagte. In Angst, entweder bewusst oder unbewusst, dass diese limitierte Selbststruktur, mit der wir identifiziert sind, sterben wird. Ein Großteil der Menschen in unserer heutigen Welt, die sich mit religiösen oder spirituellen Praktiken sowie Yoga, Gebeten, Meditation, Gesang oder mit irgendeiner Art Ritual beschäftigen, üben Techniken aus, die konditioniert sind. Was heißt, dass sie nur Teil des Ego-Gebildes sind. Das ist eine krasse Aussage. Das Suchen und die Aktivität sind nicht das Problem. Zu denken, du hast die Antwort in einer äußeren Form gefunden, ist das Problem. Das ist deep. Das ist deep. Also das Suchen und die Aktivität ist eigentlich gar nicht das Problem, sagt er, sondern zu denken, dass du die Antwort im Außen gefunden hast, das ist das Problem. Crazy. Weil ich bin überzeugt davon, dass Dinge, die er aufgezählt hat, Meditation, Yoga, auch teilweise die Praktiken in einigen Religionen dir dabei helfen können, Dinge zu realisieren in dir. So. In dir. Du bräuchtest es aber eigentlich nicht so. Spiritualität in der üblichsten Form ist nichts anderes als das krankhafte Denken, das überall vor sich geht. Es ist ein weiterer Aufruhr des Geistes, noch mehr menschliches Handeln im Gegensatz zum menschlichen Sein. Ist so. Du kannst dich genauso auch in diesem Spirituellen so krass drin verlieren, dass du, ja, ich finde das sehr schön auf den Punkt gebracht, was er gerade sagt. So, am Endeffekt musst du nicht, im Endeffekt ist das Ziel zu sein und nicht zu tun. Und wir Menschen tendieren dazu, egal auf welcher Reise wir sind, egal in welche Richtung wir gehen, immer dann zu übertreiben. Und ich muss noch mehr und ich muss noch mehr und ich muss noch mehr und ich muss noch mehr. Und dann selbst in der spirituellen Reise verlieren wir uns dann und sind gar nicht mehr, sondern machen die ganze Zeit nur und denken, dieses Machen treibt uns dann zur Erleuchtung im Endeffekt. So, obwohl das Sein sich uns dahin treibt. So. Das weniger Machen, das weniger Denken, das weniger Aktivität quasi im Körper, im Gehirn und so, uns dahin führt. Nicht mehr, weißt du? Das Ich-Konstrukt will mehr Geld, mehr Leistung, mehr Liebe, mehr von allem. Die auf dem sogenannten spirituellen Weg wünschen sich noch spiritueller, erwachter, noch gelassener, friedlicher und noch erleuchteter zu sein. Es besteht die Gefahr für dich, wenn du diesen Film anschaust, dass dein Verstand Samadhi erlangen will. Noch gefährlicher ist es, dass dein Verstand vielleicht denkt, er habe Samadhi schon erlangt. Wann immer der Wunsch besteht, etwas zu erreichen, kannst du sicher sein, dass es das Ego-Konstrukt ist, das am Arbeiten ist. Samadhi bedeutet nicht, etwas zu erreichen oder dir etwas hinzuzufügen. Um Samadhi zu erkennen, musst du lernen zu sterben, bevor du stirbst. Leben und Tod sind wie Yin und Yang. Geil, Digga. Geil. Oder was für ein geiles Video, Digga. Ich fühle mich, ich fühle das gerade extrem. Ich fühle das extrem. Ein untrennbares Kontinuum. Endlose Entfaltung ohne Anfang
und ohne Ende. Wenn wir den Tod verneinen, verneinen wir auch das Leben. Wenn du die Wahrheit, wer du bist. Wenn wir den Tod verneinen, verneinen wir auch das Leben. Ist so. Es gibt kein Leben ohne Tod. Es gibt kein Licht ohne Dunkelheit. Direkt erfährst, gibt es keine Angst mehr vor dem Leben oder vor dem Tod. Unsere Kultur und Gesellschaft erzählt uns, wer wir sind. Gleichzeitig sind wir Sklaven eines tiefen, unbewussten biologischen Verlangens und einer Aversion, die unsere Entscheidungen steuert. Das Ego-Konstrukt ist nichts anderes als der Impuls zu wiederholen. Es ist einfach der Weg, den die Energie einmal nahm und die Tendenz dieser Energie, denselben Weg wiederzugehen, ob positiv oder negativ für den Organismus. Es gibt unendlich viele Ebenen von Erinnerungen und des Verstandes. Spiralen innerhalb Spiralen. Wenn sich dein Bewusstsein mit diesem Mind- oder Ego-Konstrukt identifiziert, bindet es dich an eine soziale Konditionierung, die man die Matrix nennen könnte. Facts. Es gibt Aspekte des Egos, denen wir uns bewusst sein können, aber es ist das Unbewusste, die archaische Verdrahtung, der Urinstinkt existenzieller Ängste, die die ganze Maschine tatsächlich am Laufen hält. Das ist so krass. Also ich merke das bei mir auch und habe mir das heute zum Beispiel auch immer wieder, ich bin wieder auf dem richtigen Weg gerade, weil ich gemerkt habe, wie ich mit der Zeit wieder viel zu viel in meinen Gedanken unterwegs war so und viel zu viel immer versucht habe, Dinge zu durchdenken und darüber nachzudenken und was ist, was soll ich machen und Gedanken lösen Gefühle aus. Gefühle manifestieren sich in deinem Leben, in deiner Umgebung, haben einen Effekt auf deinen Gemütszustand, wie du strahlst, wie du scheinst, wie du Dinge umsetzt, Dinge tust, etc. pp. Und dann habe ich einfach wieder verstanden, dass ich wieder zurückkommen muss ins Sein, ins einfach nur Sein und nicht darüber nachzudenken, Dinge zu tun, sondern einfach Dinge zu tun, die ich tun möchte und nicht darüber nachzudenken die ganze Zeit, weil dieses Denken bringt dich automatisch eigentlich wieder weg vom Moment, nimmt dich aus der Realität raus und verfrachtet dich irgendwo hin, wo du eventuell gar nicht sein möchtest. So. Du musst das Leben, du musst quasi zulassen, was mir am besten tut, ist zuzulassen, leer zu sein und das Leben quasi entscheiden zu lassen, beziehungsweise das Leben wieder durch mich durchfließen zu lassen und Gott und das Leben quasi mich steuern so. Und nicht ich versuche mit meinem Ego, mit meinen Gedanken mich zu steuern, sondern Gott und das Leben soll mich steuern. So lebe ich am besten. So passieren mir die besten Dinge. So läuft das Leben am besten, ich schwör's dir. Wenn ich es schaffe, mich frei zu machen und das Leben durch mich durchfließen zu lassen, Gott durch mich durchfließen zu lassen und so dann meinen Weg zu gehen. Weißt du? Endlose Muster von Festhalten an Vergnügen und Vermeidung von Schmerzen sind vereinigt in krankhaften Verhaltensweisen unserer Arbeit, unserer Beziehungen, unserer Überzeugungen, unserer ganz eigenen Gedanken und unserer ganzen Art zu leben. Wie Vieh leben und sterben die meisten Menschen in passiver Unterwerfung, ihr Leben in der Matrix eingespeist. Das Heftige dabei ist, dass deine Seele, dein Herz, das Leben, Gott quasi, genau wissen, wo du hingehörst und genau wissen, was du zu tun hast. So. Du musst es nicht mit deinem Verstand erklären können. Dein Herz, deine Seele, Gott, die wissen ganz genau, wo du hingehörst und was du zu tun hast. So. Du hältst dich meistens mit Denken und mit deinem Ego davon ab, die Dinge richtig zu tun, die für dich bestimmt sind. Wegen Ängsten, wegen Gedanken, wegen diesen ganzen Sachen so. Folgst du deinem Herzen, wird alles gut sein und du kommst genau dahin, wo du hin sollst. Wir leben das Leben eingesperrt in begrenzte Muster. Oftmals Leben gefüllt mit großem Leid und wir glauben nicht mal dran, dass wir tatsächlich frei sein könnten. Wasserfilm, Digga. Es ist möglich,
dem vererbten Leben der Vergangenheit zu entsagen, um das Leben zu leben. Guck mal, was da gerade passiert und dann sag mir nochmal, dass es Gott nicht gibt, sag ich dir ehrlich. Guck dir das mal an. Was darauf wartet, aus der inneren Welt emporzusteigen. Digga. Das ist zu perfekt. Das kann kein Zufall sein. Das genauso. Ja, Bruder, ich will auch. Wir wurden alle mit biologisch Kinder, ja. konditionierten Strukturen in diese Welt geboren, aber ohne Selbstbewusstsein. Oft, wenn du in die Augen eines kleinen Kindes schaust, gibt es keine Spur eines Selbst, nur leuchtende Leere. Nur leuchtende Liebe. Die Person. Ich liebe das immer mehr, umso bewusster ich werde. Ich gucke Kindern in die Augen und dann fühle ich mich wohl. Dann fühle ich mich verstanden auch so, weißt du? Zu der man heranwächst, ist eine Maske, die vom Bewusstsein getragen wird. Shakespeare sagte, die ganze Welt. Shakespeare, aber. Seine Bühne und alle Frauen und Männer, bloße Spieler. In einem erwachten Individuum scheint das Bewusstsein durch die Persönlichkeit, durch die Maske. Wenn du aufgewacht bist, identifizierst du dich mit deinem Charakter. Du glaubst nicht daran, dass du die Masken wärst, die du trägst. Aber du hörst auch nicht auf, eine Rolle zu spielen. Wenn wir mit unserem Charakter identifiziert werden, mit unserer Person, dann ist das Maya, die Illusion des Selbst. Samadhi erwacht aus dem Traum von deinem Charakter im Spiel des Lebens. ...2400 Jahre nachdem Plato die Republik schrieb, ist die Menschheit immer noch dabei, sich den Weg aus Platos Höhle zu bahnen. In der Tat könnte es sein, dass wir mehr denn je von Illusionen gelähmt sind. Klar, Digga, ich glaube, so viele Illusionen wie heutzutage, nicht Realität, also so deep in der Matrix drin, wie wir heutzutage sind, waren wir als Menschen noch nie. Und wir sind noch am Steigen, glaube ich. Der Peak ist noch nicht erreicht. Plato ließ Sokrates eine Gruppe von Menschen beschreiben, die ihr Leben lang angekettet in einer Höhle lebten, einer kahlen Wand zugewandt. Alles, was sie sehen konnten, waren an die Wand projizierte Schatten, von Dingen, die ein Feuer passierten, das hinter ihnen war. Dieses Puppentheater wurde zu ihrer Welt. Nach Sokrates waren die Schatten für die Gefangenen so viel, wie sie je von der Wirklichkeit sehen würden. Selbst nachdem ihnen über die Außenwelt berichtet wird, glauben sie weiter, dass die Schatten alles sind, was es gibt. Auch wenn sie den Verdacht hegten, es gäbe da mehr, so waren sie nicht bereit, das Bekannte aufzugeben. Heutige Menschheit ist wie die Menschen, die nur die Schatten an der Höhlenwand sehen. Die Schatten sind mit unseren Gedanken vergleichbar. Die Welt des Denkens ist die einzige Welt, die wir kennen. Aber es gibt da noch eine andere Welt, die jenseits des Denkens liegt. Jenseits des dualistischen Verstandes. Bist du bereit, die Höhle zu verlassen? Alles zurückzulassen, was du weißt, um herauszufinden, wer du wahrhaftig bist?
Das ist ein crazy Weg und die Frage muss man sich wirklich stellen. Weil dieser Weg wird kein leichter sein. Um Samadhi zu erleben, ist es notwendig, die Aufmerksamkeit von den Schatten zu nehmen. Weg von den Gedanken und hin zum Licht. Wenn eine Person nur an die Dunkelheit gewöhnt ist, so muss sie sich nach und nach wieder an das Licht gewöhnen. Mhm. Und das ist nicht einfach. Und die Dunkelheit wird auch nicht aufhören, da zu sein. Und die wird auch nicht aufhören, versuchen, dich wieder zurück in die Dunkelheit zu ziehen. Das ist ein konstanter Weg, mein Jutster. Genauso wie man sich einem neuen Paradigma gegenüber akklimatisieren muss, braucht es Zeit, Aufwand und die Bereitschaft, das Neue zu erkunden, als auch von dem Alten abzulassen. Das Krasse ist auch, das merkt man jetzt hier bei Social Media auch extrem, das, was mich am meisten interessiert, juckt am wenigsten Leute. Also aktuell, das ist so, dass diese Themen interessieren mich am meisten und geben mir auch im Endeffekt am meisten, aber das interessiert die wenigsten Leute so. Das ist auch das ist die Schattenseiten von Social Media so, weil auf Social Media im Endeffekt die Sachen, die eigentlich den Menschen, also je besser der Content bzw. die Sachen, die du tust, den Menschen wirklich deep tut so, je weniger Leute interessieren sich dafür und so weniger wird dieser Content auch gepusht so, weißt du? Das ist so, das ist so ein bisschen bei Social Media, weil Social Media ist Ego im Endeffekt. Social Media ist einfach Reichweite, Geld machen, Fame aufbauen und diese ganzen Sachen. Und wenn du auf Social Media bist, dann ist es halt auch nicht einfach, weil das dich immer wieder auch zieht und weil du natürlich auch dann so dein Geld verdienst und dann immer darüber nachdenkst und so. Das macht es voll schwer, auf Social Media wirklich eine krass gute Message zu haben, was Gutes zu verbreiten und trotzdem auch irgendwie zu funktionieren und davon leben zu können, Digga. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt das Ding bei Social Media so. Und das merke ich auch immer wieder, aber ich darf mich davon halt nicht abbringen lassen, dass das zum Beispiel das Video jetzt hier gerade auf Twitch niemanden juckt wirklich. Keiner mehr wirklich, außer meine Kern-Community, Meriem, Kevin, Mark, Deus, Yasuke, das sind so die 5 Leute, die eigentlich immer da sind und die sich auch für solche Themen extrem interessieren, aber das war's dann auch schon fast wieder, Digga, weißt du, wie ich meine? So, und davon darf man sich halt nicht zu krass beeinflussen lassen, weil ich glaube, dass das halt wirklich auch Menschen helfen kann und ich hoffe mal, dass es auf YouTube ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, so. Der Mind oder Verstand kann mit einer Falle für das Bewusstsein verglichen werden, ein Labyrinth oder ein Gefängnis. Es ist nicht so, dass du im Gefängnis wärst. Du bist das Gefängnis. Wow. Das Gefängnis ist eine Illusion. Wenn du dich mit deinem Schein selbst identifizierst, dann schläfst du. Sobald du des Gefängnisses bewusst wirst, wenn du kämpfst, um der Illusion zu entkommen, dann behandelst du die Illusion, als ob sie real wäre. Und dadurch schläfst du weiter. Nur wird der Traum zum Albtraum. Du wirst auf ewig Schatten hinterherjagen und vor ihnen davonlaufen. Samadhi ist das Erwachen vom Traum des getrennten Selbst oder dem Ego-Konstrukt. Samadhi ist das Erwachen von der Identifikation mit dem Gefängnis, das ich mich nenne. Du kannst niemals wirklich frei sein, denn wo du immer auch hingehst, dein Gefängnis ist da. Beim Erwachen geht es nicht darum, den Mind oder die Matrix loszuwerden, sondern zu erkennen, Digi. Im Gegenteil, wenn du dich nicht damit identifizierst, kannst du das Spiel des Lebens in seiner Fülle erfahren und die
Show genießen, wie sie ist, ohne Verlangen oder Angst. In den alten Lehren wurde dies das göttliche Spiel von Layla genannt. Das Spiel crazy Spielens in der Dualität. Das menschliche Bewusstsein ist ein Kontinuum. In einem Extrem sind Menschen mit dem Materiellen selbst identifiziert. Am anderen Ende des Extrems ist Samadhi, das Erlöschen des Selbst. Jeder Schritt, den wir im Kontinuum in Richtung Samadhi nehmen, bringt weniger Leiden. Weniger Leid bedeutet nicht, dass das Leben frei von Schmerz ist. Samadhi ist jenseits der Dualität von Schmerz und Vergnügen. Was bedeutet weniger Mind, weniger Selbst, welches Widerstand gegen alles Mögliche richten könnte, weil dieser Widerstand das ist, was Leiden kreiert. Auch wenn Samadhi nur ein einziges Mal realisiert wird, so ermöglicht es dir zu sehen, was am anderen Ende des Kontinuums liegt. Zu sehen, dass es tatsächlich etwas anderes gibt als diese materielle Welt und Ich-Bezogenheit. Wenn ein wirkliches Erlöschen der Selbststruktur passiert in Samadhi, gibt es keine egoistischen Gedanken. Kein Selbst, keine Dualität. Jedoch bleibt das Ich Bin, Anatta oder Nicht-Selbst. Kevin sagt gerade, hab einen Satz letztens gelesen, nicht nur diejenigen, die Schlechtes verbreiten, sind an der momentanen Situation schuld, sondern auch die, die nichts dagegen tun. Ja, da gibt's doch so einen Satz von Einstein, oder? Auch in die Richtung so. Die Schlimmsten sind nicht die, die Schlechtes tun, sondern die Guten, die es zulassen, irgendwie so. Oder wie geht das Zitat von Einstein, Alter? Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. So. Weißt du, wie ich meine? Schon auch sehr powerful. Und es ist echt auch so. Wenn du guckst, also die schlimmsten Situationen auf der Welt sind entstanden, wo Leute halt einfach, also die zugucken und die nicht versuchen, für das Gute einzustehen und das Böse geschehen lassen, ohne darauf aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen oder irgendwie, keine Ahnung, halt dagegen zu arbeiten, sage ich mal, die tragen extrem dazu bei, weil ich glaube, es gibt nicht so viele böse Menschen auf der Welt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, die guten Menschen auf der Welt überwiegen immer noch. Aber die sind halt einfach leise. Die lassen das Böse passieren, ohne was dazu zu sagen, so, weißt du? Und das geht halt eigentlich nicht. Da müssen wir wieder mehr hinkommen, dass die Leute wieder auch für das Gute auch einstehen und dass wir uns zusammentun. Weil die Bösen tun sich immer schnell zusammen. Wenn es darum geht, sich zusammen zu tun und auf jemanden rumzuhacken, dann sind alle dabei so. Aber mal wieder sich zusammenzutun und versuchen, andere Leute zu pushen, Digga, da hapert es immer. Das merke ich auch so. Da macht dann jeder sein eigenes Ding. Nee, ich mache mein eigenes, ich schreibe dem nicht zurück, ich mache keinen Talk mit dem, ich mache nicht dies, ich mache nicht das, ich mache mein eigenes Ding. So. Und wenn die Guten sich mal vernünftig zusammenschließen würden, also die Menschen mit einer guten Intention, mit einem guten Herzen, die versuchen wirklich was zu bewegen und was zu verändern, so, dann würde es auch viel besser funktionieren. Lehre ist das Dämmern von Prajna oder Weisheit. Das Verständnis, dass das innewohnende Selbst weit jenseits des Spiels der Dualität. Das ist auch eine Sache, wo ich immer wieder auch an meine Grenzen gerate, aber dann verstehe ich auch wieder selbst, okay, leg deine Erwartungen einfach zur Seite, so, weil es gibt so viele Charaktere, gute, wo ich denke, ey, wir könnten, wenn wir uns zusammenschließen würden, was bewegen. Und ich habe das auch schon mal versucht, aber ich bin dann der Einzige, der dann auch wirklich positiv dran arbeitet und die anderen machen halt einfach nicht richtig mit, Digga, weißt du, wie ich meine? So, naja, ich habe meinen eigenen Shit, ich muss mich darauf konzentrieren und so, ja, okay, das ist dann halt wieder so, ja, schade eigentlich, weißt du? Weil ich sehe immer schon eigentlich so einen größeren Plan, weißt du? Es geht jetzt nicht nur darum, dass du jetzt alleine dein Geld machst und deine Klicks machst und nach vorne kommst, so. Wir könnten wirklich was verändern. Menschenleben verändern. So. Leute aufwecken und so, wenn wir uns zusammenschließen würden. Ja. Was soll ich dir sagen?
jenseits des gesamten Kontinuums. Das innewohnende Selbst ist zeitlos, unveränderlich, immer jetzt. Erleuchtung ist das Verschmelzen der Urspirale, die sich ständig verändernde manifestierte Welt. Oder Lotus, in welcher Zeit sich entfaltet durch dein zeitloses Wesen. Deine innere Verdrahtung wächst sich wie eine ewig entfaltende Blume, immer weniger mit dem Selbst identifiziert, zu einer lebendigen Brücke werdend zwischen der Welt der Zeit und dem Zeitlosen. Ja, safe, Deus. Ich hab das auch. Deus sagt gerade, ja, Leon, kann man nichts machen. Nur mit gutem Vorbild voranschreiten, be water. Genauso ist es, Bro. Ich habe auch die Situation gehabt, wo ich dann enttäuscht war oder dann irgendwie, und dann habe ich gemerkt, es tut mir aber dann auch im Endeffekt nicht gut so. Das ist dann noch negativer für mich, wenn ich mich jetzt darauf abfacke so. Ich lasse es einfach so, wie es ist, und wenn Gott will, dann wird es kommen. Und ich versuche auch mein Ego darunter zu schrauben. Also selbst wenn die Leute dann wieder ankommen und sagen, ey, lass doch wieder was zusammen machen und so, dann bin ich dabei. Da sage ich nicht, nein, aber du hast damals jetzt Filme gemacht und so. Nee, Digga. Viele Menschen, wo ich enttäuscht wurde, aber wenn die zu mir kommen würden und sagen würden, ey, jetzt, let's go, dann würde ich dabei sein, weil ich habe das große Ganze vor Augen, weißt du? Und denk mir so, solange es was Positives bewegen kann, bin ich am Start. Ego it out, man, Alter. Das bloße Realisieren des innewohnenden Selbst ist nur der Anfang des eigenen Weges. Die meisten Menschen werden Samadhi in Meditation unzählige Male erfahren und verlieren müssen, bevor sie in der Lage sind. Ich schwör's dir, ich habe das Gefühl, der redet über mich, ja. Unzählige Male erfahren und verlieren müssen, bevor sie in der Lage sein werden, es in die anderen Facetten des Lebens zu integrieren. Es ist nicht ungewöhnlich, während einer Meditation tiefe Einblicke in die Natur deines Seins zu erhalten. Nur um kurz danach wieder deinen alten Mustern zu verfallen und zu vergessen, wer du in Wallah, ist so genauso. Wahrheit bist. Fuck. Stille oder Leere in jeder Facette des Lebens zu erkennen, in jeder Facette des eigenen Selbst, ist zu tanzender Leere zu werden. Ich habe das fühle ich schon länger, dass wir uns eigentlich einfach nur leer machen müssen. So. Wir müssen einfach nichts mehr sein, Digga, und dann sind wir da. So. Du musst dich einfach leer machen, und ich habe auch gemerkt, umso leerer du dich selbst machst, umso mehr fängst du an zu strahlen. So. Umso mehr fangen auch andere Menschen an, das zu sehen und deine Augen und so. Und ich habe schon Menschen gehabt, wo ich schon mal so eine richtige Leere erreicht hatte und wirklich nichts mehr versucht habe, auf irgendeine Art und Weise zu kontrollieren. Gab es Menschen, die haben mir in die Augen geguckt und geweint. Das ist jetzt heftig so, manche Leute denken, was labert der, aber es ist so. Einfach durch das mir in die Augen gucken haben die geweint, weil du im Endeffekt dann nur noch ein Spiegel bist so. Die sehen sich dann selber in deinen Augen und oder sehen irgendwas, was sie gerade sehen müssen, reflektieren sich und fangen dann an zu weinen. So. Das ist crazy. Und ich glaube, ja, das löst du mit deinen Augen aus, wenn du irgendwann komplett leer bist. So. Und ja, so ein Schein, so ein Strahlen, so, das ist. Umso leerer du bist, umso mehr kann das Leben und das Göttliche aus dir rausstrahlen. So. Dass alle Dinge tanzt. So hässlich bist du doch gar nicht. Geht, Bruder. Ansichtssache. Stille ist nicht etwas von der Bewegung Getrenntes. Sie ist nicht das Gegenteil von Bewegung. Stille ist nicht etwas von der Bewegung Getrenntes. Digga, so viele starke Sätze hier in dem Video, crazy. In Samadhi wird Stille als identisch mit Bewegung erkannt, Form identisch mit Leere.
Dies ist unsinnig für den Verstand, weil der Verstand aus der Dualität entstanden ist. René Descartes, der den kennen wir doch. Der westlichen Philosophie, ist berühmt für seine Aussage: Ich denke, also bin ich. Kein anderer Satz umfasst den Sturz der Zivilisation und das volle Ausmaß der Identifikation mit den Schatten auf der Höhlenwand deutlicher. Descartes Irrtum, wie der Irrtum aller Menschen, war die Gleichsetzung von grundlegendem Sein mit Denken. Zu Beginn seiner berühmtesten Abhandlung schreibt Descartes, dass fast alles in Zweifel gezogen werden kann. Er kann seine Sinne bezweifeln und auch seine Gedanken. Im Kalama Sutra sagte der Buddha ebenfalls, um die Wahrheit herauszufinden: Zweifle an allen Was? Kalama Sutra? Hat aber nichts mit Kama Sutra zu tun, oder? Haut's? Kama Sutra raut, man, hat da? Schriften und Lehren. Zweifle an dem gesamten Inhalt des eigenen Verstandes und der Sinne. Beide dieser Männer begannen mit großer Skepsis. Aber der Unterschied war, dass Descartes auf der Ebene des Denkens aufhörte, während der Buddha tiefer ging. Er drang weiter vor als die tiefsten Ebenen des Verstandes. Vielleicht, wenn Descartes jenseits des denkenden Verstandes vorgedrungen wäre, hätte er seine wahre Natur erkannt. Und das westliche Bewusstsein wäre ganz anders, als es heute ist. Krass. Stattdessen beschrieb Descartes die bestehende Möglichkeit eines bösen Dämons, der uns unter einem Schleier der Illusion hält. Descartes hat diesen bösen Dämon nicht als das erkannt, was er war. Wie in dem Film Die Matrix könnten wir alle an ein aufwendiges Programm angeschlossen sein, das uns eine illusorische Traumwelt vorgaukelt. Okay, spätestens jetzt sind wir da, meine lieben Freunde, Alter. Aluhütchen in den Man, Alter, anziehen und los. Matrix it out, Bro. In dem Film leben die Menschen ihr Leben lang in der Matrix, während sie auf einer anderen Ebene nur Batterien sind. Ihre Lebensenergie Futter für die Maschinen, die ihre Energie für ihre eigenen Zwecke ausnutzen. Ist doch im Endeffekt auch so, oder nicht, Digga? Wie willst du da widersprechen? Wollen etwas außerhalb von sich selbst die Schuld für den Zustand der Welt oder für ihr eigenes. Das ist das. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Die Leute wollen immer irgendwas außerhalb von sich selbst die Schuld geben für alles so. Anstatt mal anzufangen, in sich reinzugehen. Und die Leute wollen auch immer im Außen irgendwelche Lösungen finden so. Ja, die Partei wird mich retten, das Buch wird mich retten, dies wird mich retten, der Typ wird mich retten, bla 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 bla, weißt du? Anstatt mal einfach in sich selbst reinzugehen, da ist die Antwort für alles, für das Gute und für das Schlechte. Und veränderst du dich, hast du die Welt verändert. Bam, ganz einfach. Unglück geben. Ob es sich nun um eine Person, eine bestimmte Gruppe oder Land, eine Religion oder irgendeine Art von kontrollierenden Illuminati wie der böse Dämon von Descartes oder wie die empfindungsfähigen Maschinen in der Matrix handeln. Ironischerweise war der Dämon, den Descartes sich vorstellte, genau das, womit er sich selbst definierte. Wenn du Samadhi realisierst, wird klar, dass es einen Controller gibt, eine Maschine und einen bösen Dämon, der dein Leben Tag für Tag auslaugt. Du. Maschine bist du. Ich schwör's dir, es ist so.
Deine Selbststruktur besteht aus vielen kleinen, konditionierten Unterprogrammen oder kleinen Bossen. Ein kleiner Boss, der sich nach Essen sehnt, ein anderer giert nach Geld, ein anderer nach Status, Position, Macht. Sex oder Intimität. Ein anderer will Bewusstsein oder Aufmerksamkeit von anderen. Die Wünsche sind buchstäblich endlos und können nie befriedigt werden. Wir verbringen viel Zeit und Energie damit, unsere Gefängnisse zu dekorieren und erliegen dem Druck, unsere Masken zu verbessern und die kleinen Bosse zu füttern. Da kann ich mich nicht ausschließen, Digga, bei dem Bild jetzt hier gerade. Fitness in man, Alter. Sie letztendlich immer stärker werden lässt. Wie Drogenabhängige versuchen wir, die kleinen Bosse immer zu befriedigen, nur um noch gieriger zu werden. Der Weg zur Freiheit kommt nicht durch Selbstverbesserung oder durch die Befriedigung der Absichten des Selbst. Sie kommt durch das Loslassen aller Absichten des Selbst. Ist halt, ja, ich sag mal so, sich selbst zu verbessern ist trotzdem nichts Negatives, sag ich mal so, weißt du, wie ich meine? So, natürlich kann man sich auch egotechnisch da auch schon sehr schnell wieder verrennen, so, stimme ich hundertprozentig zu, aber erstmal grundsätzlich sich zu verbessern ist ja was Positives, würde ich jetzt behaupten. Trotzdem gebe ich ihm recht, dass eigentlich das ultimative Ziel sein sollte, diese ganzen Dinge mal loslassen zu können. Du musst sterben, um dich selbst zu realisieren. Du musst sterben, bevor du stirbst, so wie er es vorhin gesagt hat. Dem stimme ich zu. 100%. Manche Menschen befürchten, dass das Erwachen ihrer wahren Natur bedeutet, dass sie ihre Individualität und Lebensfreude verlieren. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Die einzigartige Individuation der Seele kann nur ausgedrückt werden, wenn das konditionierte Selbst überwunden wird. Weil wir weiterhin schlafend in der Matrix verharren, werden die meisten von uns nie herausfinden, was warum ist der so böse, Digi? Die Seele wirklich zum und jetzt kommen Seifenblasen raus oder was, Digi? Ausdruck bringen will. Ich küsse deinen Glatzkopf, Bro. Der Weg zu Samadhi beinhaltet Meditation, sowohl das Beobachten des konditionierten Selbst, welches sich ständig ändert, als auch deine wahre Natur zu realisieren, das, was sich nie ändert. Wenn du deinen Ruhepol findest, die Quelle deines Seins, dann wartest du auf weitere Anweisungen. So, Dicker, genau so. Und das heißt, er hat ja nicht ausgeschlossen, dass man sich nicht verbessern kann, so weißt du. Aber ich glaube, ihm geht es im Endeffekt darum, sich erstmal selbst zu realisieren. Und dann machst du das aus einer anderen Perspektive heraus. Nicht mehr aus, das ist dann nicht mehr so krass ego-getrieben, wie es leider heutzutage oft ist, so weißt du. Sondern das kommt dann aus dem Sein heraus, so. Aus einer anderen Sicht quasi so. Darauf zu beharren, wie sich die äußere aus dem Bewusstsein Welt verändern muss. Nicht mein Wille, sondern der höhere Wille geschehe. Die Haltung dazu, ja genau. Die Haltung dazu, das kann so oft einiges verändern, ne? Die Perspektive auf die Sache an sich. Wenn der Verstand versucht, die äußere Welt mit einer gewissen Idee in Einklang zu bringen, davon wie der Weg sein sollte, ist das wie der Versuch, das Bild in einem Spiegel zu ändern durch Dankeschön. Manipulieren der Reflexion. Um das Bild im Spiegel zum Lächeln zu bringen, kannst du die Reflexion offensichtlich nicht manipulieren. Du musst die authentische Quelle der Reflexion realisieren. Wenn du das authentische Selbst erkannt hast, heißt das nicht notwendigerweise, dass sich etwas im Äußeren ändern muss. Was sich ändert, ist die bewusste, intelligente innere Energie oder Prajna, die sich von den konditionierten Mustern befreit und es der Seele ermöglicht, die Richtung anzugeben.
So, Digga, das ist so schön beschrieben. Du machst es aus einer anderen Intention heraus, Bro. Es passiert da nicht mehr aus Zwang oder es passiert nicht mehr aus einer Leere heraus, dass du unbedingt und so. Nee, es kommt aus der Fülle heraus so. Du lässt deine Seele dein Leben steuern quasi und kannst eventuell noch genau die gleichen Sachen machen, aber mit einem anderen Mindset dahinter, weißt du? Mit einer anderen Intention, mit einem anderen Feeling. Du kannst der Bestimmung der Seele nur gewahr werden, wenn du dazu in der Lage bist, das konditionierte Selbst und sein endloses Streben zu beobachten und davon abzulassen. Facts. Das ist eine gute Stelle, um die erste Hälfte somit abzuschließen, meine lieben Freunde. Also bis jetzt auf jeden Fall ein sehr starkes Ding, was mich an viele Dinge erinnert und hervorruft in meinem Kopf, die mir einfach als Mensch gut tun. Und ich hoffe auch eventuell dem einen oder anderen da draußen auch. Ich liebe euch, schreibt gerne ein Kommentärchen, teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, Familien etc. pp. Lasst einen Daumen nach oben da auf jeden Fall. Bisschen Support reingeben. Ich hoffe, ja, wir können da ein bisschen Reichweite draufkriegen, weil das ist wirklich eine wichtige Sache. Und ich glaube, wenn Menschen davon mal gehört haben oder sich damit beschäftigen, dann hat das immer einen positiven Impact. Und ja, ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Bis dahin, macht's gut. Peace out. Gang.